Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch was backen und zwar gibt es heute aus der Rezeptwelt portugiesische Cremetörtchen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Das ist also ein Blätterteiggebäck, was in Portugal wohl sehr oft, also sehr populär ist. Und es wird also mit einem Blätterteig in der Muffinform ausgelegt, dann kommt eine Vanillecreme bzw. eine Milchcreme da rein und dann wird es einfach im Backofen gebacken. Ja, und das Rezept stammt aus der Rezeptwelt und ich habe gedacht, das könnte ich doch mit euch heute mal machen. Also würde ich sagen, zeige ich euch die Zutaten und wir fangen auch direkt an. Das sind einmal die Zutaten. Ihr braucht einmal 250 Gramm Milch, dann braucht ihr 250 Gramm Sahne, 170 Gramm Zucker, das finde ich relativ viel, muss man mal schauen, ob man das dann beim nächsten Mal nicht etwas reduziert. Dann braucht ihr 50 Gramm Mehl, eine Zimtstange, eine Prise Salz, die habe ich hier schon mit dem Zucker vermischt, und einmal 500 Gramm Blätterteig. Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem, ich habe gedacht, es wäre nur eine Stange Blätterteig, aber der hat jetzt hier auch nur 275 Gramm, also werde ich wahrscheinlich auch noch Creme überhaben. Ich mache natürlich das, was ich jetzt hier habe und werde halt nur ein Päckchen Blätterteig verwenden. Ihr braucht einen Ausstechring in ca. 10 cm Größe. Ich habe jetzt hier 8 cm, ich hatte jetzt keinen anderen zur Hand. Und ihr braucht eine Muffinform mit 12 Mulden. Die habe ich also schon gebuttert. Ja, da würde ich sagen, zeige ich euch, wie die Zubereitung funktioniert. So, die Zutaten sind jetzt bis auf die Zimtstange alle im Mixtopf. Und was ich vergessen hatte, ihr müsst auf jeden Fall noch 5 Eigelb mit reinpacken. Das hatte ich gerade gar nicht aufgezählt, weil ich die Eigelbe nämlich im Kühlschrank gelagert hatte, schon fertig. Und die standen jetzt leider nicht mit dabei, aber die müsst ihr auch mit reinpacken. So, das Ganze wird jetzt für 10 Sekunden, also wie gesagt, die Zimtstange ist jetzt da nicht drin, sondern die ganzen anderen Zutaten, auf Stufe 4 wird das mit dem Schmetterling zusammen vermixt. So. So sieht das jetzt aus. Also der Schmetterling, der ist... Der muss auf jeden Fall mit rein. So. Dann gebt ihr einfach die Zimtstange mit dazu. Und kocht das Ganze 18 Minuten. So. Wie war das jetzt hier? 18 Minuten, 90 Grad. Und hier steht Stufe 2, also ich würde aufgrund der Zimtstange, die da mit drin ist, auch den Linkslauf mit eingeben. Also ich mache jetzt mal Linkslauf und Stufe 2. So, und während das gleich kocht, werde ich den Backofen vorheizen auf 200 Grad und werde euch dann gleich zeigen, wie das funktioniert mit dem Ausstechen des Blätterteigs und mit dem Formen. Alles klar, dann sehen wir uns gleich. So, wie ihr seht oder hört vielmehr, der Thermomix bereitet gerade diese Puddingcreme zu. Und wir stechen jetzt einfach mal diese Kreise aus und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ihr nehmt also hier diesen Ausstecher oder halt ein Glas. Ja, und macht dann halt immer solche Ringe. Seht ihr, die hängen jetzt hier dran. Dann nehmt ihr diesen und legt ihn einfach hier mit rein. Also einfach so, ja, ich sag mal, der Durchmesser ist hier ein bisschen klein, aber ich glaube, es macht nichts. So sieht das jetzt aus. Ja, und das machen wir jetzt mit den ganzen anderen auch. Auch hier leicht eindrücken. Das, so. Und das mache ich jetzt mit dem ganzen Teig. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder,
wenn das komplett fertig ist und ich die Puddingmasse einfülle. Die 18 Minuten Kochzeit sind jetzt um. So, das... Ja, komm. Oh ja, die Creme hat schön angezogen. So sieht das jetzt aus. Schaut mal. Relativ dick. Ja. Die Zimtstange wird entfernt. Das macht ihr am besten hier mit so einem Zange. Und auch der Schmetterling wird entfernt. So. Und ihr seht, ich habe hier die Reste, die entstehen von dem Ausstechen, also diese Ränder, die habe ich jetzt nicht weggeworfen, sondern ich habe die einfach mit in die Förmchen gelegt, weil man sieht hinterher das sowieso nicht mehr, wenn die Puddingcreme drauf ist und man hat dann halt ein bisschen mehr Teig. Und ihr braucht es nicht wegwerfen. So, dann nehmt ihr einfach einen Spatel oder sowas und gebt halt so ein Drittel der Creme immer in die Förmchen. Ich hoffe, ich kriege es jetzt hier spritzfrei hin. Ja, das ist ganz gut. So, so. Und also das hier, ich zeige euch das nochmal in die Kamera, wie das aussehen soll. Weil es geht beim Backen noch ein bisschen auf, also nicht ganz so voll machen wie vor. Das hier reicht auf jeden Fall. Also mehr müsst ihr da auch nicht reinmachen. So, ich werde jetzt die ganzen Förmchen nochmal mit der Creme befüllen und zeige euch das dann gleich, wie es aussieht. Und ja, dann kommen die in den Ofen und werden 20 bis 30 Minuten auf 200 Grad schön durchgebacken. Also die können ruhig schön braun sein und ja, ich würde sagen, ich zeige euch das gleich nochmal. Bis gleich. So sehen die jetzt aus. Alle befüllt. Nicht ganz so viel. Ich habe jetzt noch ein bisschen Creme über. Wenn ihr die Creme über habt und habt halt kleinere Muffinförmchen und ihr habt noch ein bisschen von der Creme über, dann könnt ihr die ruhig im Kühlschrank aufbewahren und eventuell sogar für eine Füllung für einen Kuchen nehmen. Also oder Hefeteilchen oder... Also ich finde, es passt sehr gut, wenn man halt dann nochmal so eine Kuchenfüllung hat. Also da braucht ihr die Creme auch nicht wegwerfen und könnt die so natürlich dann wieder verwerten. Ich finde es eine gute Sache. Ich hole euch gleich dazu, wenn die Muffins, wollte ich schon sagen, nein, wenn die Törtchen im Backofen waren und braun sind. Und ja, dann machen wir auch natürlich wie immer die Geschmacksprobe. So, schaut mal, ich habe jetzt gerade die Form aus dem Backofen genommen und sehen die nicht toll aus? Also ich finde, so müssen die auch aussehen. Ich habe mal ein Bild gesehen, da sahen die ganz genau so aus. Die sind natürlich ein bisschen eingefallen, wie man hier sehen kann. Ja, finde ich, macht aber nichts. So, jetzt kühlen die noch ein bisschen ab, circa 15 Minuten. Und dann hole ich euch dazu für die Geschmacksprobe. Bis gleich. Da bin ich wieder. Wir machen jetzt die Geschmacksprobe. Schaut mal, ich habe jetzt einen auf den Teller gelegt. So sieht das jetzt aus. Der Rand ist natürlich ein bisschen dunkel. So, jetzt fangen wir mal an. Ich sage euch, ein Traum. Also ich muss euch sagen, ich finde die Creme ein wenig süß. Also für mich kann es ruhig weniger Zucker vertragen. Aber mit dem Blätterteig, der ist ja nun mal ungesüßt. Richtig lecker. Aber es ist schon eine Kalorienbombe. Also man darf es nicht unterschätzen. Es ist also jetzt nicht ein leichtes Gericht. Aber der Geschmack ist wirklich toll. Auch eine leichte Zimtnote von der Zimtstange. Aber wirklich, wirklich lecker. Ich kann mir auch vorstellen, wie vorhin schon erwähnt, dass man die Füllung gut als Kuchenfüllung nehmen kann. Für Hefekuchen, für Teilchen, für Rührkuchen zum Aufschneiden, dann halt mit Creme befüllen. Also richtig gute Sache. Schmeckt mir sehr gut. Natürlich müssen die halt noch ein bisschen durchziehen. Aber ehrlich gesagt,
Ja, ich finde es toll. Also ich finde es leicht gemacht. Ihr könnt natürlich auch die Creme ganz normal im Kochtopf zubereiten. Ihr müsst jetzt also kein Thermomix haben oder auch keine Küchenmaschine mit Kochfunktion. Ihr könnt das auch ganz normal im Kochtopf, müsst halt nur ein bisschen mehr rühren, dass die Puddingcreme nicht ansetzt. Aber ansonsten ganz schnell, ganz einfach gemacht. Unkompliziert, fertiger Blätterteig. Natürlich könnt ihr den Blätterteig auch selber herstellen, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, also ich habe das mal einmal gemacht oder versucht, ich finde jetzt nicht den Unterschied so gravierend, dass ich jetzt den Blätterteig selber machen würde. Also das ist mega viel Arbeit und geschmacklich tut sich da überhaupt nichts. Also die Arbeit könnt ihr euch wirklich sparen und es soll ja auch schnell gehen und dadurch halt auch diesen fertigen Blätterteig. Tolles Rezept. Also ich finde es super. Bitte macht es mal nach. Also es ist wirklich toll. Wie gesagt, mit dem Zucker müsst ihr halt ein bisschen spielen, ob ihr da ein bisschen mehr wollt oder weniger wollt. Also mir ist es schon fast zu viel. Beim nächsten Mal werde ich die auf jeden Fall mit etwas reduziertem Zucker zubereiten. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Und ich freue mich auch, wenn ihr mehrere Videos von mir sehen möchtet und meinen Kanal abonnieren würdet und auch die Glocke aktivieren würdet, damit ihr, wie gesagt, auch keines meiner Videos verpasst, wenn ich ein neues hochgeladen habe. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen bei dem schönen Wetter. Wir sehen uns. Tschüss.